Ich grüße euch. Heute gibt es ein Update zu unserer Bio-Ananas-Kirsche. Ob wir Probleme mit Trauermücken haben und wie sich die Pflanzen entwickeln, all das erfahrt ihr hier. Bleibt dran, wird spannend. Wir haben jetzt Mitte März. Ihr wisst ja, unsere Bio-Ananas-Kirsche haben wir Anfang Februar ausgesät. Und gleich vorab unsere Gelbtafel. Und was seht ihr? Gar nichts. Wir haben keine Trauermücken bis jetzt. Ich klopfe mal auf Holz. Kann nicht schaden. Wenn ihr wissen wollt, wie wir unsere Erde trauermückenfrei bekommen haben, hier oben in der Infocard könnt ihr euch nochmal gerne das Video dazu angucken. Und unsere Bio-Ananas-Kirsche, ihr seht, es gibt hier so kleine Unterschiede. Also 4 von 5 Samen sind ja aufgegangen. Die 3 Pflanzen hier, vor allem die 2, die haben einen kleinen Entwicklungsvorsprung, würde ich mal sagen. Und die Pflanze hier vorne, die ist etwas zurück in der Entwicklung, in Anführungszeichen, aber die sieht trotzdem gut aus. Pflanzen haben halt auch unterschiedliche Entwicklungsstadien, beziehungsweise einige entwickeln sich schneller als andere. Das ist ganz normal. Wichtig ist, die Pflanzen sehen alle gesund aus, zeigen keinen Nährstoffmangel. Und ich habe auch schon 2-mal mit Flüssigdünger gearbeitet. Und zwar Flüssigdünger, ich habe ja so eine Ballbrause, wenn ihr, wie ihr schon aus anderen Videos kennt, da passen 300 Milliliter Wasser rein. Und dann mache ich so nur ein paar Tropfen von diesen Flüssigdüngern, so eine Schale. Und dann fülle ich das dann halt in die Ballbrause, also das sauge ich auf. Und dann so alle 2 Wochen bringe ich diesen Flüssigdünger verdünnt hier in die Erde rein, damit den Pflanzen halt Nährstoffe zugefügt werden. Die Pflanzen zeigen keinen Nährstoffmangel auf, also sprich gelbe Blätter oder wenn sie halt nicht mehr so kräftig grün sind. Wenn jetzt aber allerdings die Keimblätter sich irgendwann dann gelb verfärben, dann ist das kein Hinweis auf den Nährstoffmangel, sondern die Pflanze stößt die Keimblätter nach einer gewissen Zeit selbst von sich ab. Also da müsst ihr dann keine Sorge haben, oh nein, die haben jetzt keine Nährstoffe mehr, ich muss jetzt düngen. Wie gesagt, wir haben es schon 2-mal hier gedüngt und die Pflanzen stehen bei uns im Wohnzimmer auf der Fensterbank Richtung Südseite ausgerichtet. Ich mache so, ich drehe immer jeden Tag die Kiste einmal um, also einmal, dass hier von der Seite die Sonne drauf scheint und dann abends um 180 Grad gedreht, dass dann auch von der anderen Seite dann die Sonne drauf scheinen kann, dass die Pflanzen halt von überall Sonnenlicht bekommen sozusagen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir unsere Pflanzen vorgezüchtet haben. Hier oben ist nochmal die Playlist eingeblendet, könnt ihr euch nochmal gerne angucken und wir sehen uns zum nächsten Update dann wieder. Tschüssi!